Moin ihr Lieben und guten Morgen. Ich laufe hier gerade über das Messegelände Berlin zu den Pferdestallungen. Ich bin mit Michelle verabredet und werde sie ein bisschen begleiten vor und während und nach ihrer Prüfung und freue mich schon darauf, euch so ein bisschen hinter den Kulissen was zeigen zu können. Und ich habe sogar Bestechung mit. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. So, ich bin bei Michelle angekommen. Hallo! Michelle wird ja auch gleich an den Start gehen, aber ihr Pferd ist gerade noch unterwegs und deswegen kann ich die Zeit nutzen, weil ich glaube, du hast gerade nichts zu tun, ne? Nö, auch mein Sattelschrank ist abgesperrt, ich kann gar nichts machen. Und deswegen stelle ich jetzt eure Fragen, die ihr mir hier über Instagram geschickt habt und ich gehe da einmal durch, drehe jetzt die Kamera auf Michelle und dann bin ich mal gespannt, was sie uns so zu erzählen hat. Und ich bin gespannt auf die Fragen. Ich auch. Ganz oft wurde gefragt, warum du nur ein Pferd mit hast und vor allen Dingen eins von den Jüngeren. Es war von Anfang an geplant, dass ich nicht Püppi mitnehme, weil die hat jetzt mit Hofvater Kahnt und direkt der Meisterschaft hinterher ganz schön Programm gehabt. Das heißt, die hat jetzt erstmal Sommerpause. Es war eigentlich ein anderes Pferd geplant, da war aber mit den Herpesimpfungen das ein bisschen knapp und deswegen hat das nicht funktioniert. Und da haben wir jetzt ganz schnell umgeswitcht auf Caro, die ja schon eigentlich noch Nachwuchspferd ist. Sie ist ja erst 6 und auch noch gar nicht lange bei mir und auch erst so die ersten Springpferde L gelaufen und L springen. Dann gleich so eine Kulisse war vielleicht auch ein bisschen mutig, aber die hatten Selbstbewusstsein für 3. Das ist kein Problem für die. Was waren deine realistischen Erwartungen, wie sie sich in dem Parcours zeigen wird? Erwartungen hatte ich gar nicht. Ich bin da wirklich so ein bisschen blauäugig auch reingeritten, ganz entspannt. Einfach schauen, weil das war auch mit der Eigentümerin so abgesprochen, dass sie einfach mal sowas kennenlernen soll, von der Atmosphäre her. Einfach mal schauen, weil sie halt sonst sehr mutig und entspannt schon auf den kleineren Turnieren war. Und ich habe gesagt, am Freitag einmal small anfangen, keinen Druck machen, schauen, wie sie das alles macht. Aber schon am Donnerstag im Warm-up war die total abgeklärt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann reiten wir einfach mal in Medium rein. Ist dann in den M-Spring gelaufen, aber hat sie super gemacht. Deswegen habe ich heute natürlich die Hoffnung, dass sie das nächste M-Spring auch gut macht. Hast du eine feste Turnierroutine? Ja, also vor allem ist es ganz, ganz wichtig, dass man Zeit hat. Also unter Stress ist nicht gut für den Reiter, nicht gut fürs Pferd, nicht gut für die ganzen Begleiter. Es muss immer viel Zeit beim Abreiten sein, finde ich. Das ist nicht immer möglich, manchmal kommt was dazwischen, aber da sitze ich lieber 10 Minuten früher drauf und reite Schritt oder reite zwischendurch immer noch mal 4 Schritt. Aber Zeit ist eine Routine, die ich mir ganz, ganz sehr angeeignet habe. Hast du auch so einen Ablauf, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, immer als erstes den linken Stiefel, den rechten Stiefel, die Sporen oder so? Nee. Also da bin ich auch überhaupt nicht abergläubisch oder sonst wie, das ist mir völlig wumpe. Wo möchtest du in 15 Jahren stehen? Reiterlich, familiär, allgemein? Also ich hoffe natürlich, dass das mit unserer eigenen Anlage dann weiter so alles klappt, dass wir die bis dahin schön erweitert, ausgebaut und verbessert haben noch. Und natürlich Familienplanung steht ja auch im Raum, nicht heute, nicht morgen, aber ich denke mal in 15 Jahren sollte da auf jeden Fall schon was geplant gewesen sein. Und ja, einfach immer weiter sportlich meine Ziele verfolgen, hängt natürlich auch immer von den Pferden ab, die man reiten kann. Aber im Grunde, so wie es jetzt ist, immer weitermachen und immer weiter verbessern. Hast du eigentlich auch mal, ja nicht Angst, aber Respekt davor, wenn du ein Berittpferd annimmst, dass das eben nicht funktioniert und der Plan oder die Erwartungen der Besitzer nicht aufgehen? Jein. Also ich sortiere ja vorher schon sehr sorgfältig aus. Man hat ja die Vor-E-Mails, man hat Vorgespräche, wo man da schon ein bisschen was raushören kann, was denn eigentlich wirklich die Probleme von dem Pferd sind. Ganz oft sind es einfach Unsicherheiten, die sich dadurch einschleichen, dass der Reiter dem Pferd nicht genug Sicherheit geben kann. Das kann ich dann mit meiner Routine relativ schnell dem Pferd erstmal vermitteln. Dann ist aber natürlich auch der nächste Schritt, dass ich das dem Reiter mit dem Pferd vermittle, wenn das eben von privat ist. Aber es kann natürlich immer irgendwie was sein. Ich schaue aber immer, dass ich das von Anfang an mit den Eigentümern ganz realistisch angehe, keinen Druck aufbaue. Also ich kann das schon gar nicht leiden, wenn es heißt, so ja 3 Monate und dann muss das und das und das klappen. Da sage ich schon ab, weil das geht nicht. Man kann kein Pferd in einer kurzen Zeit irgendwie komplett auf links drehen. Und da muss jeder für Verständnis haben, weil es ein Lebewesen und es kann auch immer mal was dazwischen kommen. Was macht dir an der Arbeit mit Pferden am meisten Spaß? Ich habe ja sehr unterschiedliche Pferde und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, weil man muss sich jeden Tag auf jedes Pferd neu einstellen, neue Ideen bringen, wie man weiter das Pferd ausbildet, gymnastiziert, fit hält oder seine Ziele erreicht und jedes Pferd ist anders und das erfordert eben auch immer individuelle Trainingspläne und Überlegungen und das finde ich so spannend. Es gibt nicht Schema X, was auf jedes Pferd funktioniert und das ist halt meine Aufgabe, das jeweilige Problem richtig zu lösen. Hast du reiterliche Vorbilder? Definitiv.
in mehreren Sichtweisen, ob das jetzt wirklich sportliche Erfolge sind, genauso aber auch, wenn es um so mentale Stärke geht, finde ich zum Beispiel auch Jessica von Bredow-Werndl sehr, sehr inspirierend, weil sie so dieses Gesamtkonzept sehr, sehr gut vermittelt. Aber natürlich Michi Jung und Co., ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Ich glaube, das ist ein Vorbild für jedermann. Es ist natürlich auch cool, aus meiner Vielseitigkeitszeit kenne ich die ja auch teilweise noch persönlich, bin auch mit den Prüfungen geritten. Und da hat man dann irgendwie nochmal so einen anderen Blick auf alles. Und das ist natürlich sehr, sehr cool, dann deren Erfolge mitzuerleben und da dann immer neue Inspiration und Motivation für einen selbst rauszunehmen. Das waren zwei starke Runden, die ihr da gedreht habt. Magst du uns noch ein Abschlussstatement geben zu dem heutigen Tag? Also ich bin mehr als glücklich mit Kado. Ich meine, sie ist sechsjährig. Erst die ersten L-Springen gelaufen dieses Jahr. So eine Atmosphäre kennt sie gar nicht. Hat sich hier von Tag zu Tag souveräner gezeigt. Heute schon der Umlauf richtig, richtig rittig. Ich kam toll zum Reiten, ganz, ganz toll bei mir gewesen. Und jetzt im Stechen nochmal so mitgekämpft. Von einem sechsjährigen Pferd in so einem Springen. Ist das absolut nicht selbstverständlich. Deswegen bin ich absolut happy und glücklich. Und egal, eine Schleife haben wir sicher. Welcher Platz es jetzt ist, völlig nebensächlich. Einfach nur glücklich mit der Leistung. Ja, wir gratulieren dir ganz, ganz doll. Ich glaube, meine ganze Community freut sich für dich. Und ja, kommt nachher gut nach Hause. Dankeschön. Das lief richtig toll für Michelle. Es hat mich auch sehr gefreut, dass ich bei so einem erfolgreichen Turniertag dabei sein konnte, sie ein bisschen begleitet habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Ich habe auch Michelles YouTube-Kanal einmal in die Infobox geschrieben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald beim nächsten Video wieder. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Bis dann. Tschüss.